Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich war beim Public Viewing, das war EM 2016. Ich war mit einem guten Kumpel da und war das Spiel vorbei und dann haben wir gesagt, komm, geh noch mal ein bisschen weiter und sind dann nach so ein paar Bars noch im Stubo gelandet und da in dieser Black Area im Erdgeschoss, die Coconut, genau, und es war komplett leer, also es war wirklich komplett leer. Wir sind zur Bar hin, haben uns einen Drink geholt. Ich hatte so seit einer Minute so ein Bier in der Hand, habe mich auf eine Tanzfläche gehauen. Ich glaube auch alleine oder so. Ich meine, da waren nur ein, zwei Leute. Und ja, ich glaube nach 30 Sekunden hatte ich dann Isa an der Backe. Nach über 5 Jahren zusammen stehen wir nun hier und heiraten einfach. Dużo szczęścia, żeby to się wasze marzenia spełniły i żeby było wszystko najlepiej jak można. Danken, dass du mir gezeigt hast, was es bedeutet, ein echtes Lebensteam zu sein. Nachdem wir dann zusammen noch ein paar Bierchen getrunken haben, war es dann so, ja, wie ist denn das jetzt, ob ich deine Nummer haben will? Ich sage ja, nee, ich bin eigentlich nicht interessiert an jemandem gerade. Ich verspreche dir, unsere gemeinsame Zukunft als Eheleute, dich bedingungslos zu lieben, immer hinter dir zu stehen und dich zu respektieren. Du bist nicht nur die Frau, die ich liebe, sondern meine beste Freundin und meine Seelenverwandte. Du begleitest mich tagtäglich sowohl in den schönsten als auch in den schwersten Momenten. Dafür möchte ich dir danken. Ich verspreche dir, dass ich dich unterstützen werde, wenn du dich weiterentwickeln möchtest und dich aufbaue, wenn es mal nicht so läuft. Dass du immer hinter mir stehst, mich unterstützt, mich hältst, egal in welcher Situation. Du bist der humorvollste Mensch, den ich je getroffen habe. Du bist gütig, selbstlos, empathisch, aber auch unglaublich zielstrebig, initiativ und energetisch. Als wir uns damals kennengelernt haben, wusste ich sofort, dass hier eine ganz besondere und einzigartige Person vor mir steht. Ab Sekunde 1 war ich dir verfallen. Und ich kann mit vollster Überzeugung sagen, einen Menschen wie dich gibt es kein zweites Mal. Ich verspreche dir hoch und heilig, diese Einzigartigkeit und jeden deiner Charakterzüge immer und zu jeder Sekunde zu würdigen und zu respektieren. Das ist die Liebe meines Lebens.